Der Pascal Arimont has the floor from EPP. Thank you. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin. Zukunft wird aus Mut gemacht. Diese 56 Seiten, diese 353 Schlussfolgerungen der Konferenz haben Stärken und Schwächen. Sie haben aber eine Stärke, und diese Stärke ist, dass sie bestehen und dass sie von ganz vielen Leuten zusammen ausgearbeitet worden sind. Das ist die ursprünglichste Idee der Europäischen Union. Ich stelle daher drei Fragen an die Vertreter der Mitgliedstaaten, die leider heute hier nicht vertreten sind, aber ich stelle sie dennoch. Erstens, wollen Sie in Europa, dass seine Bürger zum Beispiel im Gesundheitsbereich besser schützt? Wollen Sie erreichen, dass Europa auf internationaler Ebene ernster genommen wird? Drittens, wollen Sie ein demokratischeres Europa, in dem dieses Parlament stärker wird, zum Beispiel mit einem Initiativrecht? Wenn Sie das möchten, dann müssen Sie Veränderungen von Verträgen zustimmen. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Ohne eine Änderung der EU-Verträge bleibt es so, dass die EU nahezu keine Möglichkeit hat, zum Beispiel in einer Pandemie effektiv und effizient zu bekämpfen. Glauben Sie mir, ich komme aus einer Grenzregion und habe dort sehr eigenartige und fast schwachsinnige Situationen erlebt, wenn das eine Land die eine Regel macht und das andere Land genau die entgegengesetzte. Oder die immer noch notwendige Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten in bestimmten Politikbereichen. Sie trägt wesentlich dazu bei, dass wir in ganz wichtigen strategischen Fragen, wie zum Beispiel der Außen- oder der internationalen Steuerpolitik, einfach nicht vorankommen. Diese 56 Seiten geben uns einen ganz klaren Auftrag. Wir müssen jetzt die Verträge in einigen wichtigen Punkten ändern. Liebe Mitgliedstaaten, seien Sie für ein Konvent, seien Sie für gezielte Vertragsänderungen, seien Sie mutig. Vielen Dank. Thank you.